Es geht weiter mit Pokémon. Ich muss unsere Pokémon heilen. Ich bitte darum. Und genau. Während sie heilen, seht ihr das Intro. Dankeschön, 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 Dankeschön. Das ist die Denne, ne? Die Denne. Das kann ich den ganzen Tag sagen. Ich weiß ja, du hast es doch auch gemocht in der Serie. Ja, aber es ist kein gutes Pokémon zum Kämpfen. Es war vorhin ein wenig überfordert. Ich glaube, so, aber Trainer und Pokémon waren da überfordert. Ich kriege keine Stimme mehr. Nein, nicht du. Dich möchte ich jetzt. Ich habe ich schon. Weiter umschauen und rumlaufen wegen Aussichtspunkten. Ja. Nein. Ich wollte eigentlich jetzt dieses... Wie hieß es? Kangama. Das kann man immer noch fangen. Welches Pokémon ist süßer? Dedenne oder Pummeluff? Ja, da bin ich aber leider der Meinung, dass Dedenne sehr viel süßer ist. Es gibt kaum eins, das süßer ist. Sorokex? Dedenne. Otaro? Ja, Moment. Ich habe gesagt, Pichu? Kaum ein... Was? Was ist mit Pichu? Die Babyform von Pikachu? Die ist doch nicht süß. Okay. So. Geh mal gucken, ob da hinten Diktas sind. Auf dem anderen Insel. Im Wasser. Ach so. Guck mal da. Und in das Pokémon rein. Der Denne, deine Schocks. Weil da mit ihm kann man noch nicht kämpfen. Oder? Lass mich mal gucken. Nein. Das war's nicht. Was gibt's denn noch für süße Pokémon? Ich finde Pichu süß. Aber noch so süß wie. Aber noch so süß wie Dedenne und Pummeluff. Aber nicht so süß. Ach so. Ich finde, Pummeluff ist nicht so ein süßes Pokémon. Aber Dedenne ist mir halt auch sehr sympathisch durch die Serie geworden. Ja. Wir sind fleißige Seriengucker. Also nicht die gerade die aktuelle irgendwie. Machen wir immer mal so ein bisschen Pause in den Serien. Die kann man auf Dauer nicht ertragen, ist das schwere Wort, aber... Sonne und Mond war schon... Wir sind manchmal zu alt für den Scheiß. Ja. Drücken wir sowas. Und andererseits dann wieder nicht. Dann heult Rika wieder, wenn... Warum setzt er kein Dedede? Bitte! Ist dir... Tu was! ...eigentlich mal aufgefallen, dass Sonne eine Attacke ist, die keine hohe Trefferquote hat? Jetzt! Ja! Dedede! Aber wie viel Heilung frisst er jetzt wieder? Wieso bin ich jetzt groß? Ach ja, uns klein machen. Man hat den Dennis Leistung nicht gesehen. Das stimmt. Immer wird den Denn unterschätzt. Nein, also. Das Süßeste ist Otto. Igamaro? Nein. Igamaro ist unter Otto. Zorokrex ist mit Otto auf einer Stufe. Das Problem ist, der Dennis ist eigentlich über Otto mittlerweile. Dann kommt, wie hieß der U von der letzten Staffel? Bautz. Bautz kommt auf der Stufe von Otaro und Sorokek. Dann gibt es ja noch Hasbrio. Finde ich aber mega uninteressant, ne? Aber es ist niedlich. Finde ich nicht mal. Bist du Hasenpapa oder nicht? Ja, heißt ja nicht, dass ich jedes Vieh, das aussieht wie ein Hase, auch mögen muss. Erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung durch Konzentration. Was haben wir denn noch? Was habe ich denn noch als Kuscheltier? Gut, Pikachu, aber halt nur das eine. Also Ash Pikachu. Aber das ist auch ein, das ist auch nicht höher als Dedenne. Also Dedenne hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Was ist dein Liebstes? Warte. Kurz mal eine Frage an Rika. Was ist die Weiterentwicklung von Pummeluff? Ja, das ist gut, weil sie muss es ja eh lernen. Keine Ahnung, ich darf mich ja nicht da weiterentwickeln. Moment, ist das nicht eine Fangfrage? Hat Pummeluff überhaupt eine Weiterentwicklung? Ich könnte dich jetzt noch fragen, wie heißt die Babyform von Pummeluff? Pummeli. Nein, natürlich nicht. So viel hat sie also gelernt. Ja, Moment, du bringst mir hier spielbar keine Weiterentwicklung. Ich habe hier noch nie einen, hier wurde ich hier befragt von dir. Wie heißt denn die erste Entwicklung von Liberlo? Das hast du miterlebt. Ja, ich denke, ich habe auch die Serie geguckt.
Piccolo ist dazwischen. Hopplo. Eine durchsichtiges Gerät. Es enthält alle möglichen Daten hergestellt von der Sith Company. Das interessiert doch jetzt. Kann. Doch, das ist nämlich für ein Porygon. Hopplo, Kikalo, Libalo. Und Pummeluff ist... Da gibt's, der ist in der Mitte? Pummeluff ist die mittlere Form. Sagen wir mal so, die Weiterentwicklung, der Name davon hatte ich sehr dolle lieb. Was? Es ist Knuddelluff. Es knuddelt dich. Ernsthaft? Ja. Ach du Scheiße. Die Vorentwicklung heißt Fluffeluff. Fluffeluff. Gott. Eine dicke, starke Haut. Drachen-Pokémon tragen das Item gerne bei sich. Wer soll ich denn sowas merken? Ich weiß noch nicht mal von Bisasam. Doch, Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor. Schicki. Glumanda. Ja, jetzt wird's. Glumanda, Glurak ist am Ende. Ich weiß, ich habe versagt, ihr Sachen beizubringen. Glumanda. Nein. Glurak ist am Ende. Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mich Ruhe. Was ist denn jetzt dazwischen? Glutex? Nee, das ist was anderes. Ähnlich. Oh Gott. Glumanda. 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 Nee, hilf mir mal bei der Mitte. Glutexo. Glutexo und dann Glurak. Genau, so. Und die Weiterentwicklung von Gyarados. Wer ist denn Gyarados? Ach so, das. Moment, Gyarados ist doch schon das Ende der Fahnenschlange. Ja. Wie heißt denn die Fahnenschlange? Das ist das Wasser-Pokémon. Das ist eine. Der eine Drache Wasser. Eigentlich ist es kein Drache, es ist ein Wasserflug. Nicht, das sieht aber so aus, okay. Es kann aber Drachen. Was ist wie heißt das jetzt? Wie heißt das? Gyarados. Und wie heißt die Vorentwicklung? Oh, rückwärts, Auno. Ich kann nur immer vorwärts. Pollenknödel. Die Carpador und dann links. Ja? Ja? Mhm. Hat er nur zwei? Ja. Okay, dann ist es Carpador. Der Anwender greift mit einem Ball aus Pollen an, der beim Ziel explodiert. Mitstreiter werden von einem Ball getroffen, der ihre Carpador. Ach, deswegen hast du mich wie Gyarados gefahren. Ja. Ich mach das, was der Chat mir sagt. Ich habe ein Lexikon und ich kann das jederzeit holen. Ja, ich bin dein Lexikon. Ach, als ob du jede Weiterentwicklung weißt. Nee, nicht zu 100%. Ja, also bitte. Es gibt so in der mittleren Form, ich kann mir nicht mehr alle Namen merken, was ein bisschen sehr. Ja, es sind 900. Wer kann das schon? Also Nerds bestimmt. Also wir sind auch Nerds, aber in anderen Bereichen. Ja. Halt, Apropos, ich leg gleich mal Spurtalk ab. Ach so, unser Shiggy. Ja. Also, das habe ich mir doch ausgesucht. Ja, aber es ist doch weiterentwickelt. Bis jetzt können wir noch nicht viel mit dem machen. Ja, okay, dann tu es weg. Aber wir könnten jetzt auch noch mal campen mit ihm. Das müssen wir sowieso machen für Dakuma. Und was ist die Weiterentwicklung von Relaxo? Moment, ich dachte, Relaxo ist die Weiterentwicklung. Ist sie auch. Ja! Wie heißt die Vorentwicklung? Die Vorentwicklung von Relaxo... Das ist doch so ein kleines Vieh. Ja, hast du in Pokémon Sonne und Mond gesehen? Yoga. Nein, Quatsch. Hat im Namen auch, dass es sehr gerne isst. Es mampft quasi. Ach, Mamphisto oder Mamfaxo. Sowas. Mamphaxo, ja. Ja, genau. Hast du jetzt überhaupt nach Dickdas geguckt? Ich habe die ganze Zeit Dickdas geholt. Da ist ein Dickda. Ich weiß. Und das Watt kannst du mal mitnehmen. Völlig unnütz eigentlich, aber gut. Noch 6 Dickdas. Die ganze Zeit Dickdas rausgeholt. Eieieiei. Aus ihren Löchern habe ich sie gezogen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der nächste Part von dem Porno, meine Herren. Soll ich dir mal mein Dickda zeigen? Ja, ja. Wie Jens das Dickda aus dem Loch zog.
Ich habe ihr mal erklärt, wie das Dick da so ein bisschen aussieht. Ich war schockiert. Ich wäre aber auch im Traum nicht drauf gekommen. Also du hättest mich auch einen ganzen Tag lang sitzen lassen können. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Guck mal, was es ihm ähnlich sieht. Sag mir das morgen mal. Keine Ahnung. Was weiß ich. Na, Pflanze. Und die Weiterentwicklung von Obai? Genau, wir machen jetzt währenddessen ein Ratespiel. Moment, Obai ist doch auch die... Nein. Nein? Das hat eine Weiterentwicklung. Okay. Obais sind doch die, die nachher zu der Palme werden. Genau. Oder? Wo es zwei, wo es die Aloha-Form gibt und die normale. Ja, genau. Diese großen Palmen. Das stimmt. Ja, super. Ich kann beschreiben, wie die aussehen, weiß nicht, wie sie heißen. Naja, denk doch mal an eine tropische Palme. Ja. Was haben die denn für Früchte? Ananas. Tropische Palme. Ach Quatsch, nicht Ananas, Kokosnüsse. Ja. Kokowai. Ja. Ja. Kokowai. Zwei sogar. Ja, aber die heißen auch beide Kokowai. Also die Aloha-Form. Ja, ja, beide Formen heißen Kokowai. Ja. Nein. Da hat noch was geglänzt. Und jetzt bist du an der Biene vorbeigelaufen. Wollen wir die Biene eigentlich fangen? Ja, aber ich will ja jetzt sowieso nicht die ganze Zeit Pokémon einfangen. Mein Stuhl hat sich bewegt. Achtung, Hai. Ja, ja, ich geb schon Gas. Gib Gas, Junge. Gib Gummi. Ich möchte die Schmacke sehen. Nackige junge Oberschenkel in Uniform. Ich weiß. Das hieß anders vom Känguru. Oh nein, jetzt hast du jeden das Neues aufgerissen. Ja, natürlich. Och nee, das ist für meine Zwangsstörung nix. Dann solltest du nicht Lego City Undercover spielen. Ja, das haben wir gespielt. Du nicht. Ja, ich habe auch was gemacht. Ich habe da auch was Turm gesammelt. Okay, leider darfst du hier noch nicht rein. Geht klar. Meinst du, wir müssen mit Akuma da demnächst hin? Wahrscheinlich. Da glänzt. Also wir haben das DLC selber, also ich kenne es auch noch nicht. Deswegen lasse ich mich auch gerade überraschen. Wir werden halt hier diese Naturzone, beziehungsweise diesen Strand. Warum wir jetzt an so vielen Pokémon vorbeirennen, ich werde mir das irgendwann mal in Ruhe alles gönnen, aber jetzt so... Für die Story ist es, glaube ich, ein bisschen uninteressant, da. Wenn wir die ganze Zeit... Dick das suchen. Danke dir, dass du uns abonniert hast. Oh, das freut uns aber. Dankeschön. Haben wir eigentlich kein Pokémon mehr? Was früher war doch Pikachu da. Das hat mal ganz zu Anfang. Ich fand das liebenswert. Ja, aber du bist auch kein Grafiker, der Anspruch hat. Fandest du das Pikachu jetzt nicht hübsch? Nein, aber ich habe Anspruch, unsere eigenen Animationen zu machen. War ein Pikachu. Ja, ich weiß. Ein Pikachu hat neue Abonnenten begrüßt. Es war sehr niedlich. So. Ich fand das sehr entzückend. Sozusagen. Weißt du was? Wenn du dich um den ganzen Kram kümmerst, darfst du da gerne ein Pikachu reinpacken. Bin ich der Gestalter? Ich baue nur Bomben. Nein, wir sind dir auf jeden Fall sehr dankbar. Das freut uns sehr. Die Tür ist zu. Oh nein, er hat das gefunden. Ach, das kannte... Du weißt ja gar nicht, warum wir das haben. Nein. Danke dir für die 100 Bits. Ich hab mich mal nicht erschrocken. Zur Info, das ist Helge Schneider. Aus 00 Schneider. Nee, das ist gar nicht Helge Schneider. Das ist der Polizist aus Helge Schneider. Was? Aus dem 00 Schneider Film. Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich lost. Unser Moderator. Ja. Hat sich ja das gewünscht. Also Erik. Ja. Und das ist aber aus einem Helge Schneider Film. Ah, den ich wahrscheinlich nie in meinem Leben gesehen habe und sehen werde. Du wirst, also hundertprozentig wirst du ihn nicht gesehen haben. Mhm. Das ist nämlich 00 Schneider. Mhm. Wie heißt die auf YouTube? Da heißen wir genauso wie hier Let's Learn to Play. In den Verlinkungen findest du uns auch. Ja. Da laden wir den ganzen Kram, den wir machen, also eigentlich 95% von dem, was wir machen, auch hoch. Ja. Wenn es nicht gerade eine Tetris-Folge ist, in der alle Leute wütend werden und ich nicht will, dass das Internet ausrastet. Moment. Ich bin nicht wütend geworden. Du bist die Einzige, die ja nicht wütend ist.
Das ist genauso wie war früher, weißt du noch, Tetris wollten wir Samstag spielen. Nee, das wollte ich nicht. Das kann ich nicht ertragen. Gab es auch damals bei 1 Live die hier diese Comedy-Hörspiele, die es ja jetzt momentan überall gibt. Und da hieß doch eins hier der Nerd und bla. Ein gehaltvolles Getränk, das den Spezialverteidigungen basis wird eines Pokémon dauerhaft erhöht. An sowas an die NRW-Zeit erinnere ich mich nur noch. Ja, aber da habe ich halt den Gag im Kopf. Ich glaube, ich habe das Internet kaputt gemacht. Warum? Ich habe geschrieben, George Clooney was the best Batman ever. Oh, der Witz ist ja wirklich alt. Aber der ist lustig. War der überhaupt mal Batman? Ja, leider. Ach so. Na, den habe ich nicht gesehen, der ist an mir vorübergegangen. Wie heißt die dritte Entwicklung von Dicta? Warte, da gibt's drei? Ist das die erste? Es gibt nur eine. Ich würde gerade sagen. Also es gibt nur eine Weiterentwicklung. Und das ist doch dieses... Ich will sie nicht die ganze Zeit da hängen lassen, deswegen. Dicta und... Naja, hast du denn die Form im Kopf? Nee, ich hab gerade, das sind die Oweis. Ich glaube, ich verwechsel die gerade mit den Oweis. Ich dachte halt, das wären mehrere Diktas auf einen Haufen, aber das ist schon richtig, ja, ja. Doch? Ja. Das sind mehrere Diktas auf einen Haufen, ja. Wie bei den Oweis. Ja. Es steht schon da. Wie heißt das? Diktri. Diktri. Weil das drei sind. Darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Dafür, dass ich jetzt gerade hier die ganze Zeit eine Dicta suche, komme ich mit dem eigentlich nicht voran. Hanni, ich glaube, seit ich bitte 20 dich, Minuten. Du solltest doch zum Ausgangspunkt laufen. Dafür hatte ich dir den Player gegeben. Alles, was du machst, ist gerade freiwillig. Ich habe gesagt, hier, dann geh zur Aussichtsplattform. Du tust das nur nicht. Ja, dann ignoriere ich jetzt, selbst wenn ich Diktas sehe auf dem Weg. Nee, dann nicht. Dann darfst du nicht. Also Diktas suchen kann ich auch noch. Dazu bin ich gerade noch so zu in der Lage. Du hast dich aufgeregt, dass ich Diktas suche. Und als ja, das, ich die kannst Höhle, du, das kannst du in der Zukunft dann mal machen. Ja, Moment. Und als ich in der Höhle fertig war, habe ich gesagt, gut, jetzt bin ich hier fertig. Ich habe zwei abgearbeitet. Wir müssen zur nächsten Plattform. Aprikoko dann suchen, bitte. Weiß. Eine weiße Aprikoko riecht da überhaupt nichts. Bitteschön. Nein, nicht schon wieder. Nein. Oh, ich will nicht wissen, was sie gesehen hat. Aber ich. Ein Tangela. Das ist eine unnötige Wattausgabe und ich darf nichts kaufen. Die, mit den Watt machst du sowieso nichts. Natürlich nicht. So, also wir suchen die jetzt noch. Ich finde die Maxierung so bescheuert. Die ja. Tür ist zu. Danke dir. Normalerweise gehe ich immer an die Decke. Einen Partner und mit. Sprüll dann rum, weil ich mich erschrecke. Die Lieblingsschaufel ist sozusagen mein treuer Buddelkumpel. Also sie ohne sie gehe ich gar nicht aus dem Haus. Denn Buddeln ist meine große Leidenschaft. Sich den Boden zu buddeln, ohne zu wissen, was einen erwartet. Der reinste Nervenkitzel. Oh, um unsere Begegnung auch glühend zu würdigen, habe ich nicht übel Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Oh, aber warte Sätze. Kurz, bevor du mir diesen Schatz sofort wegrennst. Natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden. Oder du investierst es und lässt mich dafür noch weiteren Erz buddeln. Falls bei Buddeln allerdings meine Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich eine neue Schaufel. Zuerst müsste ich deinen Spielstand speichern. Okay. Was meinst du? Jetzt nicht. Danke. Und was ist eine... Und jetzt bin ich raus. Was ist eine... eine oder die eine Vorentwicklung von Tentoxa. Oh Gott, da weiß ich sogar. Ich weiß zum Glück, wie das aussieht, das Tentoxa. Das ist sowas Quallenartiges. Ja. Ja. Ja, aber es hat noch nicht die Frage beantwortet. Nein, aber erstmal bin ich beim richtigen Pokémon. So. Stimmt, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, hätte ich jetzt selber nicht drüber nachgedacht, aber stimmt. Du musst beim richtigen Pokémon schon mal sein. Nein, ich habe keine Ahnung. Hat das ein Vor- oder war denn ja, hat es.
Nee, weiß ich nicht. Da bin ich raus. Weil der ich hat ignoriert. Nee, was? Was hab ich ignoriert? Was ist ein Dick da etwa? Honey! Ich hab da was gesagt. Tentacher. Das Problem ist, dass ich, wenn die nicht... Wenn die nicht niedlich sind, werden die ja auch auf mein, hier auf meinem Pokémon Go nicht... Ist eine oder die eine Vorentwicklung von Tentoxa? Nee, von Tentoxa ist Tentacher. Toxicroak. Moment, dann ist es Toxicroak und Toxicroak ist von... ist doch ein Standard-Pokémon. Ich komme gerade nicht auf den Namen der Weiterentwicklung von Toxicroak. Ah nee, Toxicroak ist die zweite Entwicklung und Glibunkel ist die erste. So war das. Unfassbar, der Mann. Unfassbar. Also pass auf, wenn das nicht niedlich ist, fliegt das aus dem Poké-Index bei mir aus Pokémon Go schon mal raus. Welches? Das Tentoxa. Und dann beschäftige ich mich nicht mit dem Pokémon und dann weiß ich weder die Vor- noch die Weiterentwicklung auch sonst irgendwas. So oberflächlich ja. sind wir also. Es muss optisch zusagen. Gift-Pokémon sind bei mir ganz schlecht gesehen. Blick selber nicht mehr durch. Nee, ich nehme mich auch nicht mehr. Das ist ja schön. Schön, dass wir alle heute keinen Durchblick haben. Warum ist die denn so schlecht vertreten? Weil die denn schlecht ist im Kampf. Honey! Der Denne kann ich hören! Sollte er auch. Nee. Sollte er nicht. Wir haben jetzt 75 Follower, Honey. Passiert irgendwas bei 100? Nö, ne? Das nächste Ziel, aber das ist ja unwahrscheinlich, dass das jetzt so schnell kommt. Ja, ich weiß. Ist 75 ständige Zuschauer, also eindeutige Zuschauer im Schnitt. Dann eine bestimmte Anzahl an Tagen, die kriegen wir aber ohne Probleme hin. Und genau, die 75 war eigentlich das große Problem. Wenn wir das hinkriegen, werden wir Partner. Dann haben wir es geschafft. Jetzt ein Ja- oder Nein-Frage. Hat Mew eine Weiterentwicklung? Nein. Mewtwo ist nämlich ein Klon. Wie viele Punkte kriege ich jetzt? Du kriegst ein Fleißbienchen. Dankeschön. Ein Fleiß-Pikachu-Sticker. Da habe ich letztens nämlich noch auf Arbeit mit angegeben, mit dem Wissen. Dass Mewtwo eine ein Klon ist. Nein, ja, dass Mewtwo, dass man gedacht hat, das ist eine Weiterentwicklung, was es aber nicht ist, weil es ein Klon von Mew ist. Und Mew hat keine Weiterentwicklung. Mew hat aber auch keine Vorentwicklung. Und was ist eigentlich Mews Eigenschaft? Ja. Eine Waschmaschine geworden. Wunderbar, ich brauche eine neue. Nein, eigentlich nicht. Wir brauchen einen neuen Abschluss. Was ist die, ist die eigentliche Funktion von Mew? Was hat es mit Mew auf sich? Habe ich dir schon 20 Mal erzählt. Mew ist doch einer der Legendären und hat dann dementsprechend auch so eine Aufgabe. Nee, mehr oder weniger. Das hast du mir nicht. Du hast mir alle möglichen. Ich hab dir die ganze Lore von Pokémon erzählt. Ja, mit Arceus und. Dem Gott der Pokémon und Mew ist die Basis aller anderen Pokémon. Ach, ja, genau, die Mew Basis. Mew ist alles andere entstanden. Daher beinhaltet Mew quasi auch die DNA aller Pokémon in sich. Und Mewtwo nicht? Mewtwo nicht. Mewtwo ist ja ein künstlich geschaffenes Wesen. Aber was wollten sie denn dann bitte dann erstellen? Sie wollten Mew klonen. Hatten natürlich nicht die komplette Basis von Mew, sondern nur... Dicker! Und die sind trotzdem niedlich. Also dieser, ich muss halt sagen, ich suche jetzt halt wirklich die ganze Zeit nach den Trainern von denen. Und mache halt währenddessen so den Kram noch im Wald mit, der hier so rumliegt. Also ich verblödel gerade nicht Zeit, sondern ich gucke halt du wirklich. Du siehst halt wirklich, okay. Ja, ja. Ich habe aufgehört zu wissen, was du tust. Ist mir aufgefallen. Das ist, war mir jetzt zu blöd aufzupassen. Du bist in anderen Weg. Ich wollte ja da hoch, wo das Licht ist, aber da wolltest du ja anscheinend nicht hin. Und Arceus hat ja auch dann halt die anderen ganzen legendären Pokémon erschaffen, weil sie dann Aufgaben in der Welt oder in der Himmelsphäre übernehmen. Ja, mit Zeit und Raum. Raum und Zeit, die besten legendären Pokémon-Kombinationen, finde ich, ehrlich gesagt. Und dann liegt aber auch daran, mein absoluter Lieblings-Pokémon-Film ist Pokémon 9 Aufstieg von Darkrai. Das ist eine sehr gute Geschichte und ich mag halt Darkrai als Pokémon sehr.
Der ist zuständig wofür? Darkrai hat keine Funktion. Der ist nicht in dem Falle legendär. Hm. Es gibt halt die ganzen Pokémon, die halt bestimmte Aufgaben haben. Die da wären? Ja, Palkia und Dalgia. Das ist ja einmal Raum und Zeit. Ja, naja, gut, das ist klar. Dann Giratina ist ja die Gegenwelt, also die Gleichgewicht quasi. Mhm. Warte mal, wo ist denn jetzt eigentlich dieses... Da oben waren... Ja, da hinten, da hinten, ne? Wollte ich. Ja, da wollte ich hin. Was machst du denn ich jetzt? Ich guck mich gerade um. Da waren wir doch schon. Genau, dann... Lugia ist der Herr des Meeres. Gibt es noch den Herr des Waldes? Das ist, wäre Celebi. Dann gibt es noch Groudon und Kyogre. Das sind die Erschaffer, also das sind die Verkörperung des Meers. Okay. Und Groudon ist die Verkörperung des Landes. Toxipet. Da haben wir es doch. Hatten wir es nicht vorhin? Nee, naja, haben wir eben schon bekämpft. Genau. Welche gibt es denn noch? Dann gibt es... Das mit X. Yveltra. Yveltra und... oh, da kann ich den Namen immer nicht aussprechen. Simnith oder sowas. Die sind beide eigentlich Leben und Tod. Und Z? Z ist... Zidan? Ja, ich weiß, das ist... Zyangade. Zyangade, ja. Was war das nochmal? Das war doch auch irgendwas mit Leben. Ja, das war so auch wieder mit Gleichgewichtsbedeutung. Hm. Das ist halt eher Natur gewesen. Ja. Das war bei XYZ auch eine sehr gute Serie mit Quajutsu. Na. Ah. Honey. Ich wollte nur geradeaus weiterfahren. Haben wir den Käfer schon? Brauchen wir den Käfer noch? Eigentlich schon, aber ich habe jetzt kein Pokémon dabei, was so schwach ist, dass sie ihn nicht tötet. Nee, der Dennis deiner Meinung nach. Ja, der Dennis schafft das. Bitte? Sag mal, welches legendäre Pokémon hat denn noch eine... Arctos, Zapdos und Labrador sind halt Vulkan, auch dann Wind und... Eis. Ja, Eis halt. Eis, Vulkan und Gewitter. Ah. Steht das alles in diesem Lexikon, was ich dir gekauft habe? Nein. Warum denn nicht? Was ist denn das schon wieder fehlerhaft? Das Lexikon, was du geholt hast, hatte ja auch mehr Bezug auf die Serie und nicht auf die Mythologie. Und dadurch, dass Nintendo nie selber offiziell so eine Art Enzyklopädie zu Pokémon rausgebracht hat, was sie eigentlich mal machen sollten. Nein. Ja, sondern das nimmt man halt nur her aus den ganzen Pokédex-Einträgen und den Erzählungen der Serie. Ach du Scheiße. Und ich habe da mal so einen richtig schönen Stammbaum gesehen, wo alles herkommt und wie es sich halt dann entwickelt hat. Mhm. Es gibt ja halt auch Pokémon aus dem Weltall, also auch außerhalb unserer Erde gibt es Pokémon, das ist dann Dioxys. Mhm. Hat man das schon mal irgendwo gesehen? Ja, es gibt einen Film dazu. Ah ja, die hab ich ja nicht alle gesehen. Nee. Und zum Beispiel als Schutz der Himmel, der Stratosphäre haben wir zum Beispiel... Oh, wie hieß es nochmal? Hilf mir mal. Groudon, Kyogre und Rayquaza. Rayquaza ist der Schutzpatron der... Dass du dir der nicht dabei auf die Zunge beißt. Metal Gear Solid. Olga Golukovic. Was? In Metal Gear Solid 2, Sons of the Patriot. Nee. Nee. Nee, der hieß nicht Sons of the Patriot. Nee. Substance. Nee. Nein, Sons of Liberty, oder nicht? Sons of Liberty? Oder irgendwie sowas. Nee, Guns of the Patriot war Teil 4. Teil 2 war Snake Eater. Teil 3 war Snake Eater und Teil 2 war... Metal Gear Solid Substance. Nee. Doch, weil nämlich die Erweiterung, die bessere Variante, hieß dann Subsistence. Das heißt irgendwas mit Sons... Nee, das hieß anders. Willst du mal kurz drüben gucken gehen? Die erweiterte Version hieß... Ja, mach ich. Substance und die erweiterte Version von Metal Gear Solid 3, Snake Eater, hieß Subsistence. Ich habe einen PS3. Ja, ich weiß. Aber ich muss mich hier los. Es ist zwar artverwandt mit Thermopod, aber jedes Mal, wenn sich die beiden über den Weg krabbeln, streiten sie erbittert miteinander. Aber Thermopod sagt mir zum Beispiel jetzt gerade gar nichts.
So, ich wollte nach da irgendwo. Sie hat jetzt einfach alles gebracht. Ja, ich werde das jetzt demonstrieren. Das ist nachher nicht heiß, ich habe mir das ausgedacht. So, dass du es noch nicht siehst. Spannung muss ja aufrechterhalten werden. Das interessiert vor allen Dingen Leute, die Pokémon zukommen. Was, wie das in Metal Gear Solid ist. Naja, ist halt... auch ein bisschen dämlich. Nerdtum. So, also... ja, dreh dich noch weiter und zieh alles ja! raus. Ja! Nein! Was sind die Weiterentwicklungen von Froxy? Was hat die liebe Rika gesagt? Wie heißt Sons das? Sons of Liberty hast du gesagt. Ja, Sons of Liberty. Ich hab bei ihm einfach aufgepasst. Dann habe ich mit Guns of Patriots verwechselt. Also, wir haben hier Metal Gear. Metal Gear 2. Sons of Liberty. Metal Gear Solid Peace Walker. Metal Gear 2 Solid Snake. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Metal Gear Solid Ticket. Was? Oh Gott. Ein Mauzi. Der Alola-Region. Ach, das Eklige. Was sind die Weiterentwicklungen von Froxy? Weißt du das? Ja, aus Froxy wird Quachutsu. Naja, der hat ja vorher noch eine Entwicklung. Quachutsu ist ja erst das letzte. Ja, aber auch irgendwie sowas. Komme ich aber auch nicht direkt auf den Namen. Ich glaube, Amphib irgendwas, sowas in der Richtung. Nee. Oh, ich wusste gar nicht, dass hier ein Buch dabei ist. Das ist ja geil. Ja, ja. Das ist eine coole Collection. Die gibt es auch nur für die PS3. Damit ihr es einmal seht, zeigt doch die Collection. Es ist eine... jetzt, wenn du es noch so hältst, dass man es im Licht nicht reflektiert... Jo. So, ich war aber nicht fertig. Doch, Amphi stimmt schon mal. Siehste. Wahrscheinlich Amphi-Quack oder sowas. Amphi. Oder Amphitel, Amphi. 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 Ja, ja. Amphibie. Also, was soll es heißen, aber. Ja, ich weiß noch nicht mehr. Magic is Solid Digital Graphic Novel. Das wusste ich gar nicht. Digital Graphic Novel. Metal Gear Special Mission, also Metal Gear Solid Special Mission, Spezialmission, danke, es ist spät. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Amphizel. Ah, Amphizel. So war das. Und Metal Gear Solid 2, Digital Graphic Novel. Ich wusste gar nicht, dass es da Graphic Novellen von gibt. Natürlich. Dann halt für die Geschichte, damit du es nicht nochmal spielen musst. Alter. Wie, im Moment, du liest ja nur die Geschichte? Quasi, ja, von den beiden Spielen. Oh, das ist ja was für mich. Und dann natürlich Metal Gear Solid 5, Ground Zero. Das ist aber die Vorgeschichte von Metal Gear Solid. Das nämlich einen da liegen lassen. Nee, Patriot. Das ist Guns of the Patriot. Den hast du, der ist aber da dabei. Dann steht die nicht, dann steht der nicht in der richtigen Reihenfolge. Es kann sein, dass ich den nicht in der normalen da stehen habe, sondern in den Steel Cases. Das ist dämlich. Phantom Pain. Ja, das ist aber selten dämlich, Honey. Du stellst doch bitte alle Metal Gear Spiele zusammen und nicht bei den Steel Cases zu den Steel Cases. Irgendwie hat jemand mal all meine Steel Cases zusammengestellt und seitdem habe ich das halt nicht mehr geändert. Also ich habe die Spiele anders sortiert. Du hast da letztens rumgemerkt. Ich bin überhaupt nicht für verantwortlich. Ah. So, mein Lieber. Mit mir wäre das hier nicht passiert. Du wirst häufiger sehen, wie meine Verzweiflung im Gesicht. Mit mir wäre das hier nicht passiert. Ich hab's direkt gefunden. Krieg ich mein Lob? Nee. Unfassbar.
Nein, jetzt ist das Soroa weg. Was ist weg? Das Soroa. Das bitte was? Ein kleines Pokémon. Warum sind wir eigentlich cool doch mal groß? Hä? Warum sind ja, wir warum machst du uns nicht kleiner? Du kannst auch was drücken. Ich dachte, das hätte einen höheren Sinn. Ich wollte dich jetzt ja, nicht... Ja, weil du eben die Cover gezeigt hattest. Das ist natürlich sinnvoller. Was ist das eigentlich jetzt für heute? Und wir lassen das jetzt mit der Kuma. Ja, wir sind jetzt durch. Ich das ist ein Diktor. Hey, Diktor. Oh Gott, jetzt sehen wir die... Oh, nein, ich will es gar nicht... Oh Gott. Oh nein. Ein Fleckmann. Soll ich hinten mal noch kurz gucken? Ja, bitte. Aber da waren wir eigentlich schon. Aber da wusste ja, aber da haben wir ja noch nicht nach den Diktas geguckt. Nee, da wusste ich noch nicht, dass es da Diktas sind, gibt, die ich fangen muss. Die Frage ist, sind die da überhaupt schon aufgetaucht? Also selbst wenn... Die werden jetzt hier überall auf der Insel verteilt sein. Ja, aber kann ja sein, dass die erst spawnen, wenn, wenn nein, du die nein, Aufgabe nein, gemacht nein, hast. Nein, nein, nein. Das ist voll, wenn ich da war. Hier ist nichts. Dann ist da nichts. Gott, wie nervt. Ey, sowas finde ich ja... Wir müssen ja die Diktas nicht machen. Ja, sag mal, eine Zwangsstörung, aber was anderes. Was ist die Vorentwicklung von Riffex? Oder haben wir letztes Mal noch... Toxipi. Das war das, glaube ich, was ich vorhin meinte, was ich mir nichts vorstellen kann, ne? Toxipet. Toxi. Haben wir letztes Mal noch drüber gesprochen, weil das eine Windel anhat, fand ich das ganz amüsant. Es ist ein kleiner, niedlicher Drache. Mit Windeln. Und es rutscht immer auf seinem Popo rum. Doch, Toxipet. Nein. Toxil. Ah, ich kann doch nachgucken. Toxel. Toxel. Siehst du? So. Aber ich sehe auch gerade nirgendwo noch so einen Schüler von ihm. Ich glaube, das ist hier oben auf dem Berg. Da waren wir nämlich noch nicht. Irgendwo oben auf dem Berg. Ja, mittlerweile war ich aber viel schon. Also diesen Wald habe ich ja quasi jetzt durchforscht. Möchtest du rein heilen? Ja, ja. Ich frage nur, weil die Folge Überlänge hatten. Du magst keine Überlängenfolgen. Warum auch immer. Ich habe kein Problem mit Überlängenfolgen, aber wir müssen halt morgen leider arbeiten. Ja, ja, ich weiß. Wir machen das hier nur neben... Was heißt nebenbei? Wir machen das als Hobby. Wir machen das als Hobby. Es nimmt aber mittlerweile sehr viel Zeit in Anspruch. Oh Gott. Darf ich pummeln? Nein, ne? Puh, mach, wie du möchtest. Ach, wenn mir doch nur jemand beim Sammeln zur Hand gehen könnte. Das ist wie so eine Mutter. Ach, nie hilft mir einer beim ja, Putzen. Ja, furchtbar. Dafür, dass man vorher gefragt hat, ob man helfen soll, es hieß nee. Ja, ja. Naja, das Problem war, aber putzen konnte meine Mutter sich später nicht mehr beschweren, dann habe ich sie übertrieben. Da hieß es, ich soll nichts wegräumen. Gut, dann hat sie sich doch beschwert. Ja, dann hieß es, ich soll nichts wegräumen. Dann habe ich gesagt, ich räume nichts weg, ich räume auf, ihr wisst doch, wo es ist. So, dann würde ich jetzt sagen, warte mal, wie viele Entwicklungen gibt es von Evoli? Will nur die Zahl wissen, wie viele? Moment. Das Nacht... Das machen wir noch, warte, ich mache da groß. Moment, das Nacht, das Fee... Ich glaube, das waren 5 oder 7. Nacht, Fee. Was gab es denn da noch als Blitz? Wasser? Ah, nee, es sind sogar mehr. Mehr als 7? Mhm. Und dann sind es 9. Aber ich komme nicht auf 9. Nacht, Fee, Blitz. Es gab mal Möglichkeiten. Also, es gibt Aquana, Flamara, stimmt. Blitzer. Moment. Das sind die drei ersten. Wasser, Feuer, Blitz. Nacht, Fee. Da sind wir bei 5. Deswegen wäre ich mir bei 5 sicher. Dann dachte ich 7. Wie kommst du denn auf 9? Nein. Ich will zu Ende. Die drei ersten, die ja später zu Entei, Suicune und Raikou wurden. A ist 4, B ist 7 und C sind 6, dann gibt es 7. Warte, lass mich... Aber jetzt muss ich selber kurz nachgehen. Ich habe die ja auch alle nicht im Kopf.
Es gibt halt Blitzer, Aquana, Flamara, ja. Psyana, Nachtara. Psia, das Psyana war okay, das okay, dann wären wir bei 6. Nachtara. Ja, dann bin ich bei 6. Dann gibt es noch Glaziola. Was ist das denn? Ich glaube, das ist dieses Eis-Pokémon. Ach so. Und dann, 7 ist nämlich auch falsch, gibt es nämlich noch ein Wald-Variante. Ich komme nur nicht auf den Namen davon. Und dann gibt es noch... Fee. Ja. Wie hieß es nochmal? Felinara. Felinara, genau. Es sind 8. Das weiß ich, definitiv. Also du musst schon die Antwort richtig stellen. Ich wäre jetzt auf 7 gekommen. Und das mit dem Wald, nee. Können wir das mal, haben wir hier im Pokédex, kann man das mal aufrufen? Warte, wir können gucken, ob wir das hier schon drin haben. Ja, haben wir nicht in Evoli gefangen? Ich bin der Meinung. Ja, aber ob du da schon, du musst ja die Weiterentwicklung schon gesehen haben. Achso, nee, das habe ich glaube ich nicht. Pokédex. Oder wo ist es? Pokédex Bewertung. Es ist alphabetisch. Gut, danke, du bist auch auf 7 gekommen. Ich war, also 5 war zu wenig und dann sind es nämlich dann 7 gewesen. Das wusste ich, aber ich hätte jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm gehabt. Sehen Sie das? Aber du kannst hier halt nicht gucken, wie es sich weiterentwickelt. Evoli! Warte, wir machen das jetzt so. Das suchen wir noch kurz raus. Und dann sind wir mit der Folge durch. Evoli! Und zwar, Ninja-Fans. Oh Gott, jetzt! Evoli. Sehen die eigentlich, was du googelst? Die sehen sie gleich. Und ja, es gibt PokeWiki und Bisa-Fans. Und ich bin ein Vertreter von Bisa-Fans. Ja, du bist ja auch Bisa-Fan. Eigentlich nicht so. Das war jetzt voll... Ah, doch, eigentlich doch, Bisa das ist doch jetzt nicht... Das ist doch jetzt nicht... Ist immer meine erste Wahl. Ja, deswegen. Also es war überhaupt nicht falsch, was ich da jetzt von mir gegeben habe. Genau. So, dann... Jetzt. Sagen wir schon mal, Pokémon ist jetzt erstmal durch für heute. Dann machen wir Gameplay Solo und sagen... Das hier. So, und dann machen wir es jetzt nämlich klein. Also. Oh, jetzt. Es gibt Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana, Nachtara ja. Und Fulipurba. Ah. Dann Glaziola und Felinara. Die ersten drei bekommst 8. du mit Steinen. Ja. Nachtara und Psyana entwickeln sich jeweils bei Tag und bei Nacht und sie müssen dich mögen. Mhm. Dann Fulipurba, oder wie das heißt, entwickelt sich, wenn es dich mag, mit einem Blattstein. Dann Glaziola entwickelt sich, wenn es dich mag. Und es muss in einer eisigen Gegend sich entwickeln wollen. Mhm. Dann wird es zu dem. Und Felinara muss dich halt total lieben. Mhm. Das ist doch bei, wie hieß sie? Die Freundin von Ash? Die ihn geknutscht hat. Ja. Irgendwas mit S. Nicht Sandrina, nein. Die hatte doch einen Felinara. Ja, die hatte. Das ist die letzte Staffel gewesen, Schatz. Warum wissen wir das nicht mehr? Weil mir das nicht so wichtig ist, diese Figuren da zu kennen. Aber da hat Ash seinen ersten Knutscher bekommen. Ach, hier, Anime. Felinara hat den auch in Folge mit Pokémon. Felinara, da ist nämlich Pam Pam. Selina, genau. Pam Pam. Pam. Naja, dann würde ich einfach sagen, mit diesem gedroppten Wissen... Geht's dann in der nächsten Folge weiter? Wir probieren weiter, Dakuma Mut einzuhauen. Zu unterweisen. Damit er sich endlich traut. Und Denne muss kämpfen lernen. Und Rika muss kämpfen lernen. Ich kann das mit Denne lernen. Ich habe gesehen, wie du kämpfen kannst. Ich habe den Pokémon-Meisterschaftskampf. Pokémon-Meisterschaftskampf. Dann machen wir das demnächst. Alleine. Pokémon-Kämpfe, ohne dass ich was dazu sage. Und dann schauen wir nochmal, wie sich das entwickelt. Kann ich? Okay. Ich bin der Erfahrene. Bis in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.